Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf der NF-Marsch am Sonntag. Jo, hier ist alles am Laufen, würde ich sagen. Da drüben wird gedroschen und abgetankt und hier wird wieder angesät und ja. Das mit den Punkten, weiß ich jetzt gar nicht. Nee, kann ich glaube ich jetzt nicht ändern. Ne, ich glaube, da warten wir immer noch im Momentchen mit, bis hier. Oder? Obwohl, wir können doch eigentlich den Punkt, der hier ist. Genau, der hier ist. Dass wir den eben einmal umbenennen. Brauchen wir ja nur. Brauchen wir ja nur diesen Punkt jetzt einmal umbenennen. Und den anderen können wir ja im Endeffekt löschen. So. Dann nehmen wir das hier. Machen wir da 21. Ich weiß jetzt nicht, ob das geht. Umbenennen. Hat sogar funktioniert. Dann nehmen die Punkte wieder aus. Was sind nur den Grassammler? Den muss ich dann gleich noch eben einmal umstellen. Das ist dann auch nur das Einzige, was ich dann noch eben machen müsste, ne? Dies mit rein und raus, das kann ich glaube ich da lassen, ne? Ich weiß es gar nicht, ob man den hier, ja, das kann man wegmachen, ne? Die Punkte hier, die können wir jetzt alle wegmachen, die brauchen wir ja nicht mehr. Das dann mit der Auswahl, das können wir, das will ich so lassen, aber sonst. Das fehlt ja quasi nur eine Auswahl. Und wenn jetzt hier zwei sind, ist doch auch in Ordnung. So. Da haben wir das fertig. Bevor wir jetzt weitermachen. Weiß jetzt nicht, warum er jetzt hier steht. Weil er jetzt nicht mehr den richtigen Kurs hat, oder? Ja, weil er nicht mehr den richtigen Kurs hat. Schätze ich mal, weiß ich nicht. Ist das jetzt eigentlich noch? Ich habe den ja nur umbenannt, ne? Tatsächlich ist hier noch drin. Aber du kannst doch hier abladen ein bisschen. Warum lädst du hier nicht ab? Weil der Punkt nicht passt. Okay. Also doch. Oh, stopp, langsam, langsam, langsam. Ah, mit seinem alten LKW, er fährt ja auch extra jetzt hier, ne? Schön sinnig. So, der ist ja noch da. Aber das, was natürlich jetzt im CP steht, ist natürlich jetzt auch 21, 22. Wahrscheinlich müssen wir nach, können wir danach auch einen Ordner löschen. Und benennen den Ordner nachher einfach um.
Aber das kann ich in dem Fahrzeug nicht machen. In dem hier auch nicht. Warte mal. Ich denke, so langsam kannst du hier jetzt auch mal weitermachen. Der ist doch ganz schön weit vor. Naja. Egal. Ich würde denn sagen, 21 machen wir, glaube ich, ganz weg, oder? Modus ändern. Eintrag löschen. Aktivieren. Was hast du jetzt gelöscht? Weil der Ordner 21 ist immer noch da. Also, muss auf den Ordner klicken. Aha. Aber der Ordner ist immer noch da. Muss ich erst den Eintrag löschen oder? Kann ich jetzt den Ordner auch löschen? Ja. Aha, okay. Man muss also erst den Inhalt löschen und dann kannst du den Ordner löschen. Okay. Eintrag umbinden, das wäre auch etwas. Den hier möchte ich umbinden. Dann machen wir mal 21. 22. Okay. Aber den hier müssen wir trotzdem löschen. Weil der passt ja nicht mehr. Aber wir lassen den Ordner schon mal da. Also wenn ich es nicht vergesse, was ich vergessen werde, garantiert, weil wir haben die letzte Folge, dass ich, wenn wir fertig sind, hier nochmal den Kurs generiere. Das werde ich auf jeden Fall vergessen, das weiß ich jetzt schon. So, dann steht der nicht mehr im Weg. Die Seemaschine muss noch wieder zurück. Wir wollten. Sojabohnen. Gut, machen wir die Sojabohnen auf die 1, würde ich sagen. Haben wir da einen Kurs? Nö. Eins? Tatsächlich. Das wird sogar so blind drauf gedrückt, aber. Hat ja funktioniert. Ja, lass mal so stehen. Ist hier Ausfahrt? Ja. Dann fahr du mal zur 1 oder wir machen das gleich ganz anders. Dann machen wir 1. Aufladen, sehr gut. Das passt. Und hier den nicht vergessen, ne? Ja. Das läuft. Das da hinten läuft auch. Ja, das sieht jetzt auch ein bisschen besser aus, wenn jetzt der Drescher schon so 5-6 Bahnen hat. Dann kommt er mit dem Sammeln auch da nicht mehr hinterher. Dann hat das
funktioniert. Wir können aber eben einmal in den hier da auch schon mal den Düngerstreuer dran machen. Aber wenn das mit dem Dreschen auf 21, 22 fertig ist, dann muss da auch wieder Dünger drauf. Oh, jetzt krabbelt hier nämlich auch die blöde Fliege hier hinten gerade am. Oh, meine Güte, ey. Hau ab! Woanders spielen! Ich hätte jetzt fast gedacht hier, oder fast gesagt, ich lasse ihn da hinfahren, lasse ihn doch da rumstehen. Nee, das ist Kacke. Dann kann der Abfahrer nicht mehr raus, beziehungsweise nicht mehr rein. Und auch der Customer bleibt denn da auch wieder vorstehen. Dann fahren wir ihn einfach mal rüber und parken ihn einfach mal irgendwo. Ich weiß auch noch nicht so recht, ob wir die, ob wir hier das Feld 20, das kleine Feld hier, ob wir das noch behalten. Weil, so viel kommt da ja noch nicht runter, ne? So. Rein theoretisch. Nee, ich glaube, wir müssen den da hinten einmal hin. Einmal da hinstellen. Weil das müsste theoretisch, müsste das eigentlich jetzt schon funktionieren. Dass hier. Wenn ich jetzt einen Kurs baue, dass er jetzt das ganze Feld erkennt. Geh woanders hin, meine Güte. Oh, lass mich doch mal ein. Wenn du die euren blöden Viecher, wenn du die nicht gebrauchen kannst, ne? Aber wirklich nicht gebrauchen kannst, ich meine, dann kannst du die gebrauchen. Ist ja nicht auch eine blöde Frage, ne? Diese Drecksviecher. Aber er hat das ganz erkannt, ne? Komplett. Das ist schön. Also ja, früher ging das nicht, wenn du das noch im Spiel gemacht hast und dann ein vergrößertes Feld hattest, dann hat CP das nicht erkannt, ne? Aber mittlerweile tatsächlich jetzt geht das auch. So, jetzt haben wir zwar hier schon unseren Punkt. Aber ich muss den trotzdem eben einmal noch beiseite stellen. Weil der Drescher ja noch am Fahren ist. Dass das hier mit der Position von der Kamera perfekt passt. Was ich sehe, Lohndienstleistung auf Feld 17 ist auch abgeschlossen. Dann wollen wir da noch mal einmal hinspringen. So, Kollege, du hast es geschafft, du bist erlöst. Dann klappen wir ein, dein Hocker. 34. Dann bauen wir nur eben schnell den Kurs für die 34.
Das ist die 6, obwohl du kannst erst nur 56, oder? Das ist die 17. Die 34 hast du oben, dann kommen wir jetzt weiter. Dann machen wir das anders, machen wir die 56 zuerst. Links 3 Dörr. Oh, geh weg. Sechs und fünf Dörr. Gut. Den da abschließen. Die 78 brauchen wir, glaube ich, 13%. Wir können da mal einmal hinspringen. 7 Stunden 12. Ja, also das wird wahrscheinlich hier noch ein Feilchen dauern. Sagen wir es mal so. Gut. Aber wir sind am Ende. Wir sind am Ende der Folge. Dann sage ich wieder vielen Dank fürs Zugucken und habt einen schönen Restsonntag und bis morgen, ne? Haut rein, bis dahin, ciao, ciao.